Herzlich willkommen in venezianisches Liebesorakel. Ich habe eine Überraschung für euch, die 3-in-1 Beratungen. Es sind Videoberatungen 3-in-1. Was bedeutet das genau? Ihr stellt euren Frage und ich veröffentliche selbstverständlich anonym eurem Videos 3-in-1 in 3 Stufen. Die erste Video beantworte ich euren Fragen. In zweite Video bekommt ihr eine Zeitangabe. Was passiert in die kommenden Tagen? Und in die dritte Video bekommt ihr auch eine Zeitangabe. Was passiert in die kommenden 12 Monaten? Und das ist das gesamte 3-in-1 Beratung und die Honorar beträgt 50 Euro. Und diese 3-in-1 Beratungen könnt ihr ab sofort buchen über E-Mail. Mein E-Mail-Adresse ist 3in1@denderasusannamedici.com. Und wir beginnen jetzt. Das ist nämlich schon die erste Beratungsvideo, 3-in-1 Beratung. Judith hat mir geschrieben, Judith ist selbstverständlich nicht die richtige Name, aber ich betone noch einmal, ich behandle diese Videos anonym. Judith stellte mir die Fragen oder beschrieb ihre Situation. Sie hat einen Freund, und er zieht sich immer wieder zurück. Und sie möchte wissen, wie geht es weiter und ob da lohnt sich überhaupt, auf diesen Mann zu warten. Und im Teil 1, in die erste Stufe, beantworte ich diese Fragen. Dazu benutze ich mein eigenes Legesystem. Das von mir entwickelte Legesystem und das könnt ihr vielseitig verwenden. Befindet sich auch in meinem Shop www.denderasusannamedici.com. Liebe Judith, ich beantworte deine Frage und wir schauen die erste Karte an. Das ist diese Karte oben. Und das hat einen Bezug zu Mondenergie. Bei Mond handelt es sich um Gefühlen. Wie fühlt er sich zurzeit? Diese Karte erzählt mir, er sucht einen Ausweg. Er sucht Gesellschaft. Aber er versteckt sich auch etwas. Das heißt, er erzählt dir das nicht offen und ehrlich, dass er in Freizeit mit anderen Menschen trifft. Hier im Bild erscheint eine andere Dame. Damit möchte ich nicht behaupten, dass er fremd geht, aber er pflegt Kontakte. Und das sind persönliche Kontakte. Das heißt, er verabredet sich auch mit anderen. Also er sitzt nicht alleine zu Hause und er langweilt sich auch nicht. Das ist mal die erste Information und das, wo seinen Gefühlen, was er gerade braucht, dieser Ausgleich oder etwas unternehmen und er genießt diese Zeit, aber er erzählt es nicht. Die zweite Karte, was ich gerade gezeigt habe, steht im Mars-Einfluss. Was setzt jetzt er in Bewegung? Mars bedeutet auch die Kraft, auch die Männlichkeit, auch die Bewegung. Und da ist die Versöhnung, die Nähe, das Zusammenkommen. Das bedeutet, du kannst damit rechnen, dass dieser Mann wieder auf dich zukommt und zeigt auch die Nähe, diese Umarmung. Das ist eigentlich eine sehr positive Karte. Die dritte Platz steht unter Merkur-Energie. Merkur ist die Kommunikation. Was kannst du erwarten? Was sagt er zu dir? Das ist genau diese Karte, was ich gerade zeige.
oder wie sollst du verhalten? Also hier in diesem Bild erscheint eine Dame und das bist du jetzt in diesem Bild. Was sollst ihm sagen? Oder wie sollst du die Gespräche führen? Sei ruhig, gelassen, abwartend und erhülle etwas. Das bedeutet, schau mal hinter den Kulissen, weil er kommt zwar wieder auf dich zu, es ist auch wieder diese Umarmung, aber dass er auch mit anderen trifft, das verheimlicht er. Und du solltest es auch nicht erwähnen, also schweige, aber du sollst trotzdem damit bewusst sein, also enthülle ihn und schau hinter den Kulissen. Was verheimlicht er vor dir, weil er erzählt dir das nicht. Aber erwähne du das auch nicht. Die vierte Platz hier unten steht im Jupiter-Einfluss. Das ist das Jupiter-Symbol. Das, was dir Glück bringt. Und das bedeutet, ziehe dich von ihm komplett zurück. Erwähne das nicht, dass du diesen Verdacht hast, dass er mit anderen verabredet. Und hör zu, was er erzählt, aber versuch hinter den Kulissen schauen und die unteren Karte zeigt an, in diesem Jupiterplatz, du hast mehr Glück in dieser Beziehung oder mit diesem Mann, wenn du von ihm ein bisschen entfernst. Und bewahrst die innere Ruhe und Gelassenheit. Die nächste Karte steht unter Venus-Einfluss. Dann in diesem Karte erscheint eine männliche Person und dieser Mann ist krank oder kränkt ihn etwas. Dieser Besuch bringt ihm die Nachricht und diese Nachricht ist genau das, dein Verhalten, dass du ihm nichts sagst, dass du Kontakte nichts suchst, dass du von ihm zurückziehst. Und diese Nichtssagen und passiv verhalten, aber die Ruhe bewahren, genau das, was ihm dann kränkt. Weil damit rechnet er nicht. Also genau das löst aus, das kränkt ihn, macht ihn unsicher. Und schauen wir die nächste Karte an. Was für Lernaufgabe hast du in dieser Situation? Und das ist dieser Saturn-Einfluss. Und das bedeutet, das ist für dich Gewohnheit geworden, in dieser Beziehung festzuhalten. Und momentan bewegt sich da nichts. Und das langweilt dich auch ein bisschen. Oder könnte ich sagen, du lebst deinen Alltag und passiert nicht viel und du bist unsicher und du weißt nicht, kommt er nicht, was will er? Hast du diese Fragen auch gestellt? Wie kommst du von dieser Situation, was du versuchst in diesem, das ist wie eine Schattenseite bleiben, wie kommst du da raus? Das zeigt die Mitte, das ist die Lösung für dein Problem. Das ist die Unternehmungslust, Lebensfreude, Verführung. Versuch, das mit Gelassenheit betrachten. Dann warte, bis er sich wieder meldet. Sei eher passiv, aber nicht traurig sein, was die Saturnkarte gezeigt hat, weil da hast du eine Lernaufgabe. Also nicht in diesem Traurigkeit fallen, sondern dein Leben leben und sei du lebensfroh oder unternehmungslustig und genieße den Tagen mit Freunden oder Bekannten oder versuch das mal mit Gelassenheit betrachten und wenn er wieder kommt und er kommt auch, dann kommt auch diese Verführung und ihr kommt wieder zusammen.
Das, was mir diese Legung, die Teil 1, über diese Situation beschreibt. Und meine Antwort auf deine Frage, ich fasse das nochmal zusammen. Schau mal, Judith, die unteren Karte steht auch im Jupiter-Einfluss. Damit hast du Glück. Betrachte diese Beziehung, deine Situation zu ihm mit inneren Ruhe, mit Gelassenheit. Was soll dein nächster Schritt sein? Was bringt dir weiter? Wenn du auch unternehmungslustig bist, das zeigt die ganz oberen Karten. Dass du auch verabredest mit Bekannten, Freunden, dass du ein bisschen rausgehst. Und diese Seite, ich zeige es sofort. Diese Seite zeigt auch dein Gefühlen oder deine Situation. Das kränkt dich, das Ganze. Aber du hältst fest auf dieser Beziehung. Und wie geht er mit dir um oder was macht er als nächstes? Er kommt, das ist die Bewegung, die Versöhnung. Aber wichtig ist, mal die untere Karte, die diese Dame betrachten, das ist sehr wichtig. Bleib ruhig sitzen. Er kommt von alleine. Und wohin führt diese Beziehung? Das zeigt die Karte eindeutig in die Mitte. Und das ist die Leidenschaft. Genau. Dahin führt eure Liebe. Aber das brauchst du, diese Vertrauen, die innere Ruhe, die Gelassenheit, auch das Abwarten, weil er kommt von alleine. Lass ihn auf dich zukommen. Und das war die erste Teil, die erste Stufe. Aber wir machen mit Zeitangaben weiter. Und die nächste ist die Tagen. Was passiert in den kommenden Tagen? Und jetzt kommt die zweite Stufe, die Zeitangabe. Was kommt in die kommenden Tagen im Zeitraum vom 4. bis 10. Dezember 2017. Und ich benutze immer noch dieselbe Legeschablone. Und damit könnt ihr wirklich wunderbar arbeiten. Und jetzt schauen wir die einzelnen Tage an. Was kommt auf dich zu Montag? Montag ist ein Mondtag. Und schauen wir mal an die erste Karte, die erste Bild ganz oben. Und ich zeige das auch sofort. Montag kannst du damit rechnen. Genau. Das ist dann die Karte ganz oben. Das zeigt mir, was Montag auf dich zukommt. Eine Begegnung. Kann natürlich er sein, kann aber dieser Kontakt auch von jemand anderem kommen. Aber du kannst damit rechnen, dass du Montag einen Vorschlag bekommst oder eine Einladung bekommst oder bekommst von jemand ein Kompliment. Eine männliche Person kommt auf dich zu und ihr kommt zum Gespräch oder bekommst eine Einladung. Schauen wir den nächsten Tag an. Mars, die Mars-Symbol, ist Dienstag. Mars als Planet herrscht über Dienstag. Das ist die zweite Karte. Was passiert Dienstag? Eine Situation, wo du überlegst, wie sollst du handeln? Kann das auch mit Reisen zusammenhängen? Entweder ein Reiseangebot oder du planst eine Reise, aber überlegst du auch, wie in welche Richtung soll das weitergehen und befindest du in einer Übergangsphase, in einer vorübergehenden Situation. Mittwoch, die dritte Karte, über Mittwoch herrscht der Planet Merkur und hier ist als Zeitangabe dem Tag Mittwoch. Etwas langweilt dich, aber du versuchst, das auch festzuhalten.
also Angst von diesen Veränderungen oder ein Zweifel, ob diese Veränderung, was du so planst, was die anderen Karte oberhalb zeigt, wie du das weitergehen sollst, versuchst du etwas festzuhalten. Donnerstag ist ein Jupiter-Tag. Du hast Glück am Donnerstag, obwohl etwas noch dir unklar, undeutlich erscheint, bist aber auch in Bewegung, wie in einer Brücke. Das heißt, du bist noch nicht ins Ziel angekommen, aber die Richtung stimmt, die Richtung und deine Entscheidungen stimmen, weil das bringt dir Glück. Also auch die Sterne zeigen hier das Glück an, aber auch Jupiter bestärkt das auch. Passt ganz gut zu den Karten. Freitag ist ein Venustag. Was kommt auf dich zu Freitag? Ich zeige sofort auch den Karten. Freitag kommt dein Herzensmann auf dich zu. Genau. Er ist schon unterwegs und passt ganz gut zu Venus, weil das hat mit Liebe was zu tun. Also auf jeden Fall, Freitag kannst von ihm einen Besuch, eine Nachricht erwarten. Er ist unterwegs zu dir. Samstag, was passiert Samstag? Du fühlst dich ein bisschen eingeengt. Ich zeige auch die Karte sofort. Du fühlst dich ein bisschen beengt und da ist wie ein Zaun und Mauer. Du hast das Gefühl, es geht nichts voran, es bewegt sich nicht. Aber dieser Mann, dein Herzensmann, beobachtet dich schon. Ganz, das ist diese Karte. Du siehst ihn nicht. Das kann natürlich auch bedeuten, dass er vorbeifährt und schaut, was du magst. Kann auch bedeuten, dass er schaut nach dir im Internet. Du nimmst das gar nicht wahr und du hast das Gefühl, er bewegt sich nicht und das, was dich einengt und du möchtest mal aufatmen. Du brauchst auch eine Befreien von etwas, von diesem Situation, was dich in die Enge hält. Und Sonntag ist die Reinigung. Das kann natürlich bedeuten, dass etwas in Bewegung kommt, das kommt etwas im Fluss und das ist schön und angenehm und er kommt schon an und habt ihr die Begegnung schon. Diese Karte kann auch bedeuten, dass du bereinigst etwas oder gehst du zum Hallenbad, zu einem Wellness. Also lass dich gut gehen und das vermittelt mir diese Zeitkarte für Sonntag. Und das war bei dieser Beratungsvideo, ich wiederhole, 3-in-1 Beratung, die zweite Stufe. Und hier geht's um Zeit, um die Tagen. Und jetzt übergehen wir bei dieser 3-in-1 Beratung auf die dritte Stufe. Geht auch um Zeit, aber nicht um die Tagen, sondern um die Monaten. Was ist zum Erwarten in kommenden 12 Monaten? Natürlich bezieht sich alles auf die Frage mit deinem Herzensmann und wie geht es weiter und was sind seine Schritte und das, was ich bei der nächsten Stufe für dich beantworte. Und das Bild hat sich wieder verändert. Die Legesystem ist immer noch dasselbe und dieses Legesystem können wir auch für die Monate benutzen und ich zeige euch und erkläre euch auch, wie das geht. Liebe Judith, jetzt schauen wir mal deine Situation an. Die Frage war, dein Herzensmann zieht sich immer wieder zurück. Warum sollst du auf ihn warten? Wie geht das weiter? Wie sollst du dich verhalten? Und das ist ein Zeitabschnitt für ein Jahr und ich beschreibe durch diese Legung die einzelnen Monate, was kannst du erwarten bezüglich auf deine Liebe. Und es ist gerade Dezember 2017 und Dezember steht unter Jupiter-Einfluss, also wir beginnen diese Legung jetzt mit dem momentanen Situation Dezember 2017. Wie sollst du dich verhalten? Wie kannst du das verbessern?
Was kannst du von ihm erwarten? Und wir schauen an die Jupiter-Symbol ganz unten. Und da liegt auch zwei Karten. Und wir betrachten die erste Karte und beschreibt die jetzige Situation. Die jetzige Situation, Dezember 2017. Und das ist diese Karte. Das bedeutet, dass du zur Ruhe kommst. Du wirst Abstand gewinnen, machst deinen eigenen Weg und du verhältst ihm gegenüber passiv. Aber du findest deine innere Ruhe, du findest dein inneren Gleichgewicht und diese Zeit kann auch sein, dass du in Richtung Spiritualität gehst, dass du da Interesse zeigst. Das, was mir diese Karte erzählt, im Zeitraum jetzt für Dezember. Und die nächste Karte hier, das beschreibt die Zeit von Ende Dezember, Anfang Januar 2018. Und in diesem Zeitraum versöhnt ihr schon. Das bezieht sich immer auf denselben Fragen. Das heißt, er kommt auf dich zu. Es ist sehr viel Leidenschaft und auch sehr viel Nähe. Du wirst mit ihm versöhnen, du wirst mit ihm auch treffen und er verführt dich und genieße diese Liebe, auch diese körperliche mit ihm. Zeitraum, das zeigt die nächste Karte, was ich gerade gezeigt habe, das ist die Zeitraum von Ende Januar und Anfang bis Mitte Februar, und das steht auch im Saturn-Einfluss, liegt auch die Karte bei diesem Symbol Saturn. Die Nähe, ihr kommt näher, ihr werdet öfters miteinander treffen. Und das ist wichtig, dass du diese Verabredungen hast, dass du diese Leidenschaft lebst und diese Liebe lebst. Dann die Zeitraum. Ende Februar, Anfang, Mitte März, das ist diese Karte, steht auch unter Jupiter-Einfluss. Und in diesem Zeitraum wirst du alles mit anderen Augen betrachten. Du hast einen ganz anderen Blick für dein Leben, für deine Gefühle, auch ganz anderen Blick für diese Liebe, diese Partnerschaft, für diese Situation. Das wird dir auch bedeuten, dass in diesem Zeitraum, März, wirst du noch jemand kennenlernen. Also es wird ein zweiter Mann noch mit dir kontaktieren. Und wie geht das weiter? Und das ist die Zeitraum von Ende März, Anfang, Mitte April, steht in Mars Einfluss. Und zeigen wir diese Karte an, das symbolisiert diesen Zeitraum. Du bist hin und her gerissen dann zwischen diesen beiden Männern. Das ist, stehst wie in einer Brücke, in einer Seite ist deine Liebe, dein Herzensmann, in anderer Seite ist diese neue Begegnung, diese neue Bekanntschaft. Und du weißt nicht, welche Richtung geht das, wie sollst du dich orientieren. Und du stehst in dieser Brücke, in dieser Übergang und triffst Entscheidungen, mit welchem Mann überhaupt du diese Liebe lebst oder ob dieser neue Mann überhaupt eine Chance gibst in dein Leben. Das Zeit vergeht und wir übergehen jetzt im Zeit von Ende April, Anfang, Mitte Mai und das steht in Venus-Einfluss und das zeigt die folgenden Karte an. Ich zeige das auch sofort, genau diese Karte ist es. Es ist aktiv, es ist viel in Bewegung. Es bezieht sich nicht nur auf deine Liebe, sondern es bewegt sich einiges in diesem Zeitraum, in dein Leben und du bist immer noch in diesem Übergangsphase, eine gewisse Unsicherheit, welche Richtung sollst du gehen, welcher Mann ist der, wo du vertrauen kannst.
Und das ist wichtig, weil du stellst dann auch diese Frage für dich selbst. Jetzt machen wir weiter diese Zeitreise und jetzt sind wir Ende Mai, Anfang Mitte Juni angekommen und das ist diese Karte hier und das steht im Merkur-Einfluss. Das bedeutet, du brauchst selbst die Klarheit. Du wirst von beiden Männern zurückziehen. Du zeigst andere Interesse. Du fangst auch ein Studium oder fangst an, etwas zu lernen. Kann auch bedeuten, dass durch diese Liebesangelegenheit hast du viel gelernt für deine Lebensschule. Und das ist eher die Zeit, wo du um dich selbst kümmerst und kümmerst um deine beruflichen Situation. Und wir machen diese Zeitreise und jetzt sind wir Ende Juni, Anfang Mitte Juli. Und das zeigt die Karte ganz oben, steht im Mondeinfluss. Was passiert in diesem Zeitraum? Genau diese Karte ist es. In diesem Zeitraum bekommst du Hilfe, Unterstützung. Jemand steht hinter dir. Eine männliche Person. Und für ihn bist du heilig. Und berührt dich auch ganz sanft, sehr romantisch. Du vertraust ihn. Du vertraust ihn blind. Ein sehr schönes, angenehmes Gefühl. Und was passiert dann? Ende Juli, Anfang, Mitte August. Und das zeigt die Karte in die Mitte. Du findest auch deine Mitte. Es ist viel in Bewegung, aktiv. Und du bist aber ruhig. Du betrachtest die Situation mit Gelassenheit. Genau diese Karte ist es. Du beherrschst das alles. Und du weißt ganz genau, dass auch dein Herzensmann, vielleicht auch diese neue Begegnung, dass die beiden wieder auf dich zukommen. Du bist davon fest überzeugt und du hast diese absolute Ruhe und Gelassenheit und auch diese Selbstvertrauen. Du brauchst gar nichts tun. Die kommen beide auf dich zu und du hast diese Bequemlichkeit gerade. Wie geht das weiter? Das zeigt diese Karte an. Das ist der Zeitraum Ende August, Anfang, Mitte September. Das ist wie ein Casino. Man spielt. Man hat auch Konkurrenzen oder Rivalen. Kann auch bedeuten, dass dieser Mann soll mit dir nicht spielen, sonst hat er dich verloren. Also das ist die eine Bedeutung dieser Karte. Die andere Bedeutung wäre, dass du achtsam sein sollst, wie triffst die Entscheidungen in diesem Zeitraum, Ende August, Anfang, Mitte September, dass du ja nichts verspielst. Und wie geht das weiter? Wir machen diese Zeitreise weiter. Und jetzt sind wir im Zeitraum Ende September, Anfang Mitte Oktober, steht im Venus-Einfluss. Ich zeige auch sofort diese Karte, was dazugehört. Und dieser Zeitpunkt, genau diese Karte ist es, du bist offen für etwas. Aber das ist nicht da, sondern du hast Sehnsüchte. Du schaust im Fenster raus. Aber was siehst du? Ein Wand, also keine Perspektive. Und da ist wichtig, dass du neue Wege suchst oder andere Entscheidungen. Es kann natürlich auch bedeuten, dass du Erinnerungen hast und das macht dich etwas traurig. Diese Karte ist nicht unbedingt fröhlich. Und das zeigt auch die Stimmung in diesem Zeitraum Ende September, Anfang, Mitte Oktober. Und wie geht es weiter?
Ende Oktober, Anfang, Mitte November steht im Mars-Einfluss und das symbolisiert diese Karte, was ich gerade zeige. Du zeigst Offenheit, Offenheit für diese Liebe, Offenheit auch für etwas Neues, aber etwas hältst du fest, was dich hindert, befreit zu fühlen, auf diese Partnerschaft einzugehen, sondern diese Erinnerungen, was dich in die letzte Zeit so traurig gemacht hat, diese Erinnerungen pflegst du und dadurch bist du etwas ängstlich oder unbeweglich. Du traust ihm wieder nicht. Und du solltest von diesen Gefühlen, Zweifel oder Angst verabschieden. Und die Lösung ist in die Mitte, weil da bist du selbst. Diese Botschaft hast du bekommen und hast du dich auch so wohl gefühlt. Und bitte diese alte verletzte Erinnerungen loslassen, auch die Ängste loslassen, dann bist du wieder selbst, bist wieder am Vertrauen und dieser Mann kommt wieder auf dich zu und versöhnt euch wieder. Also hat auch einen guten Ausgang dieser Liebe. Und die Karte in die Mitte zeigt an, wohin das führt. Bewahre deine Ruhe. Sei eher passiv, er kommt. Und da ist die Bewegung, die Leidenschaft. Es kommt aber nicht von dir, sondern von ihm. Und das sollst du vertrauen. Und das führt auch zum Erfolg. Liebe Judith, ich bedanke mich für dein Anvertrauen. Und ihr könnt es auch selbstverständlich buchen, diese 3-in-1-Beratung über E-Mail. Mein E-Mail-Adresse ist 3in1@denderasusannamedici.com und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.